Ja, servus liebe Kinderadorer, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Ich bin heute mit für euch in der Arche Wader in Schleswig-Holstein unterwegs und ihr hört es schon hinter mir. Es ist ein ganz besonderes Ausflugsziel, weil es ist kein Tierpark im üblichen Sinne, sondern hier werden bedrohte Haustierrassen nachgezüchtet und vorgestellt, die vom Aussterben schwer bedroht sind. Das ist so mit unserer modernen Landwirtschaft. Da gibt es einfach viele Tiere, die sich nicht mehr lohnen, in dicken Anführungszeichen, die aber Jahrhunderte, Jahrtausende alt sind und vom Aussterben bedroht sind. Und die finden hier ein Zuhause in der Arche Wader. Am besten ist, wir schauen uns das Ganze an. Es ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis für die Kinder. Kommt am besten mit. Hier aus Schleswig-Holstein das Angler-Sattelschwein, auch leider extrem gefährdet im Bestand. Aber die Tiere haben sich sehr, sehr gut auf diesem Bauernhof ähnlich organisierten Refugium. Wo gemütlich beieinander liegt, das ist das Bentheimer Langschaf, hier zu erkennen. Und daneben die Thüringer Waldziege. Eben leider Haustierrassen, die vom Aussterben schwer bedroht sind. Ja, es gibt auch Kaninchen- und Hasenarten, die leider gefährdet sind, wie hier der Meißner Widder. So, jetzt geht es saumäßig zu. Hier im Ferkelnest dürfen Kinder rein zu den Schweinen. Wann hat ein Kind normal schon Kontakt zu einem Ferkel, zu einem Schwein? Ja, da seht ihr, hier geht's rund. Jawohl. Sau gut sowas. Guck mal, wie groß der ist im Vergleich zu der. Guck mal, wie groß, Mama. Ja, für große und kleine Kinder könnt ihr hier auch Bollerwagen ausleihen. Und es ist dann für die ganze Familie ein Riesenspaß, den Bollerwagen zu ziehen. Oder wer einen großen Rucksack dabei hat, so wie ich, der leiht sich so einen Bollerwagen in der Arche Wader aus. Jetzt sind wir bei den Kaninchen. Da stehen die Kinder auch völlig drauf. Auf diese lustigen, kleinen, pelzigen Burschen. Obwohl, die sind schon recht groß. Wenn man hier mal als Referenz dahinter die Wurzel anschaut, also sind schon ziemliche Kavenzmänner, die hier gerade futtern. Das englische Parkrind. Immer den Großmaß hier. Sieht aus wie diese Rostschweine. Das sind so blonde, braune. Oh, guck mal, da trinken sie alle bei der Mutter. Guck mal. Ja, da hinten. Kann ich dein Foto? Liebe Kinderadora, ein Besuch in der Arche Wader lohnt sich auf jeden Fall. Die Wege hier sind alle für einen Kinderwagen oder Bollerwagen geeignet. Und ihr verlebt hier wirklich einen wunderschönen Tag. Es ist alles andere als verkommerzialisiert und macht richtig Spaß. Wenn ihr nach Schleswig-Holstein kommt, dann schaut doch in der Arche Wader vorbei. Weitere tolle Tipps für drinnen und draußen findet ihr auf kinderauto.de. Ihr dürft uns gerne liken, gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut, bis dann. Pfitting, servus, euer Olli.